Liebe Freunde, hier ist euer Steinmal. Willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt. Willkommen zu Oriental Empires, einem Spiel, das gestern erschienen ist, am 14. September, das aber schon einige Monate im Early Access verfügbar ist, auch auf diesem Kanal schon man sehen konnte. Ich habe eine Angespielt-Reihe dazu gemacht, aber seitdem hat sich viel getan. Das Spiel ist fertig, unter anderem gibt es auch eine deutsche Version, also der beste Moment, um sich intensiver dem Ganzen zu widmen. Es ist ein bisschen schade, dass durch diese Early Access-Phase die öffentliche Aufmerksamkeit doch etwas verwässert wurde, denn das Spiel verdient diese Aufmerksamkeit. Ich will nicht sagen, dass es jetzt irgendwie das neue Civilization ist oder besser als Total War, das sicher nicht, aber es findet doch ganz neue, innovative Ansätze für so ein paar Probleme, die meines Erachtens diese anderen Spielreihen durchaus haben. Also es hat ein gewisses Innovationspotenzial und für Genre-Fans lohnt es sich auf jeden Fall, das sich mal genauer anzuschauen. Und ich hoffe, sage ich jetzt schon mal, dieser Serie viel Erfolg, denn ich hoffe auf, ja, auf weitere Ableger, weil diese Engine, aus der kann man wirklich was machen und aus diesen ganzen Ideen. Dazu kommen wir aber gleich. Bevor es richtig losgeht, noch ein Hinweis: Wenn ihr Lust bekommen habt, wenn ihr das Spiel kaufen wollt, dann empfehle ich euch meinen Keyshop-Partner Gamesplendid. Dort könnt ihr Steam-Keys erwerben. Sehr unkompliziert, sehr seriös, ist ein deutsch-französischer Shop. Derzeit gibt es Oriental Empires für sehr faire 22,40 Euro. Und wenn ihr mich gleichzeitig unterstützen wollt, dann nutzt ihr den Link in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren. Und dann weiß Gamesplendid, dass ihr von mir kommt. Und dann gibt es einen kleinen Obolus für mich und meinen Kanal. Vielen Dank schon mal dafür. Wir starten. Ich will euch nur zeigen, es gibt einen Mehrspieler-Modus. Der ist absolut vollwertig. Aber für uns natürlich jetzt der Einzelspieler-Modus relevant. Drei verschiedene Spielmodi gibt es. Die große Kampagne ist sozusagen von Anfang an. Dazu kommen wir gleich. Dann haben wir ein Szenario, ein historisches, die streitenden Reiche, beziehungsweise ein Setting, wo man gleich hineingeworfen wird in eine ganz konkrete historische Zeit der chinesischen Geschichte, wo es schon größere Reiche gibt, die miteinander im Krieg liegen, wo es also gleich ein bisschen zur Sache geht und komplexer wird. Und man kann, und das ist durchaus interessant, denn es ist schon ein sehr, ja, eigentlich sehr historisch authentisches und originalgetreues Setting. Man kann auch ein eigenes Spiel generieren mit eigener Karte. Also dann spielt ihr nicht in China, sondern in einer generierten Karte. Ihr könnt euch den Kartentypus auswählen, ihr könnt die Kartengröße bestimmen, genre-typisch, und die Geografie, wobei das natürlich im Rahmen des Themas dieses Spiel bleibt. Also es wird kein Civilization, ihr habt plötzlich nicht hier Afrika oder Europa, sondern die Geografie, die ganze, die Landschaft, die Landschaftsgestaltung wird immer China und der Mongolei so ähneln. Ja, das nur zu eurer Information. Wir starten aber jetzt rein in die große Kampagne. Und da sind wir. Wir müssen unsere Fraktion wählen. Und ihr seht auch hier, ach so, das habe ich jetzt gar nicht gezeigt beim Einzelspieler-Szenario hier, bei den streitenden Reiche. Man muss 120 Runden in der großen Kampagne gespielt haben, um das freizuschalten. Das habe ich noch nicht. Ich habe zwar einige Partien jetzt schon mal begonnen und vielleicht so das erste Drittel ganz gut gesehen in dem Spiel, so dass ich also auch die Mechaniken verstanden habe, so dass wir einen flüssigen Spieleinstieg haben. Aber so weit bin ich jetzt auch nicht gekommen. Also den Teil kenne ich noch nicht. Deswegen sind diese Sachen, die man hier freischalten muss, hier bei mir noch nicht freigeschaltet. Auch hier muss man 120 Runden gespielt haben und das ist viel in diesem Spiel. Das ist schon eine ganze Menge. Ja, ihr seht es, die Punkte sind die potenziellen Starts, wo man beginnen kann. Ihr seht es, das ist die historische Karte von China und von der Mongolei. Die historischen Kulturzentren, das war vor allem natürlich Nordchina am Gelben Fluss, das war Südchina hier am Yangtze und das war die Sichuan-Ebene hier. Und diese, ja, vier der fünf Startfraktionen, die sind eher im Bereich am Gelben Fluss, also Nordchina, und die Shu, die sind hier in der Sichuan-Ebene. Und die anderen Stadtfraktionen, ihr seht es hier, diese drei, das sind die, die am Yangtze sind, in Südchina. Und das ist hier noch auch noch interessant, diese hier, die Dongyi und so weiter, das sind Nomaden, das sind Hirtenvölker. Das Spiel unterscheidet nämlich zwischen zwei völlig unterschiedlichen Arten, Nahrung herzustellen, nämlich entweder Bauern, man ist sesshaft, oder Hirten, dann hat man Weidetiere und dann lebt man nomadisch. Und das verändert das Spiel doch offenbar um einiges. Ja, da habe ich aber auch noch keine Erfahrung drin. Wir suchen uns jetzt unter diesen ersten fünf eine aus. Nun ist es so, als Stratege hat man natürlich gerne die Kartenecke, aber wir machen das mal nicht. Das ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, wenn wir so lange alleine sind.
Wir werden uns mal gleich in die Mitte der Karte begeben und die Shang wählen. Die Shang, das ist gewissermaßen das erste chinesische Volk, kann man sagen, oder der erste Clan, ja, der uns in der Geschichte eigentlich ganz offensichtlich entgegentritt. Von den anderen haben wir sehr wenig Überlieferung, aber die Shang waren die ersten, die die Schrift verwendet haben. Auf ihren Orakelknochen haben sie geschrieben über die Götter, Kriege, über Jagden, über Ackerbau und so weiter. Sie hatten ein erstes ziemlich großes Reich. Insofern ganz schön für den Einstieg. Wir lesen uns mal kurz durch, was hier zu den Shang steht. Die Shang sind ein gut organisiertes Ackerbauvolk, das sich im Überschwemmungsgebiet des Gelben Flusses niedergelassen hat. Sie werden von einem Priester, König, angeführt, der im Namen des Volkes mit dem Himmel kommuniziert. Außerdem haben sie eine Schrift entwickelt, die sich in die moderne chinesische Schrift entwickeln wird. Sie schreiben mit diesen Schriftzeichen Fragen auf Knochenfragmente, die als Art der Vorhersehung eingesetzt werden. Historisch werden sie als die zweite große Dynastie anerkannt, aber dank der zuvor erwähnten Orakelknochen sind sie die erste, von der tatsächlich historische Aufzeichnungen existieren. Ja, genau, wir wissen auch schon von vorherigen Dynastien, aber das ist alles sehr, 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 sehr vage. Deshalb beginnt die klassische Geschichtsschreibung eigentlich immer mit den Shang. Das ist überhaupt so ein Thema der Geschichtswissenschaft, die beginnt immer mit Kulturen, die die Schrift haben. Alles, was vorher war, Kulturen, die keine Schrift haben, das wird als Vorgeschichte bezeichnet. Und darum kümmern sich dann die Archäologen, nicht die Historiker. Gut, wir starten mit den Shang. Wir wählen mal, und jetzt bin ich mal richtig mutig, wir wählen mal den schweren Schwierigkeitsgrad. Einfach, weil ich gemerkt habe, das Spiel hat seine Stärken, wenn man unter Druck ist. Es hat seine Schwächen, wenn man ja in Frieden vor sich hin macht. Dann hat man sehr viele repetitive Dinge eigentlich zu tun. Und insofern will ich mich jetzt mal selbst unter Druck setzen und ja, vielleicht besser ein frühes Ende, dass wir erobert werden, so wie es die Shang übrigens auch erlebt haben. Nämlich von den Ju hier, den Nachbarn. Mal gucken, ob die uns auch erwischen werden. Ja, besser so, als irgendwie das langweilig auslaufen lassen. Runden lassen wir bei 300, das ist schon verdammt viel. Und wir starten. So, und wir starten und wir sehen eine der großen ersten Stärken, die dieses Spiel hat, nämlich dieses stufenlose Herauszoomen aus der strategischen Karte hinein in die Welt und nicht nur einfach so in die Welt, sondern bis hinunter zu den Leuten, also bis hinunter auf Augenhöhe. Und das ist doch wirklich, also so, stellt euch mal so ein Civilization vor. Das erwarte ich eigentlich als Innovation inzwischen. Und nicht nur das, nicht nur, dass wir hier uns rumbewegen können, sondern schaut euch das mal an. Hier, das sind Leibwächter, schaut mal in die Gesichter, die sehen alle anders aus. Das ist, finde ich, unfassbar, wenn wir uns das mal vorstellen. So, von so bis in die Gesichtszüge, das ist schon ein erstes großes, riesiges Plus meines Erachtens dieses Spiels. Er erhöht die Immersion sehr viel, man hat keine Ladezeiten vor den Kämpfen und so weiter und so fort. Gut, das ist das Erste. Ich sag gleich mal vorweg, wir werden in der ersten Staffel relativ viel Spielmechanik werde ich erklären, weil das wichtig ist, erstens um das Spiel kennenzulernen, zweitens damit ihr wisst, warum ich was hier tue. Insofern kann das durchaus auch so ein bisschen als Tutorial gesehen werden. Ab dann wird das natürlich immer stärker in den Hintergrund geraten und dann werde ich, wie ihr das gewohnt seid von mir, stärker auch auf die chinesische Geschichte eingehen. Also das soll hier auch eine größere Rolle spielen. Okay, also lasst uns erstmal angucken, was wir hier haben. Wir haben eine Stadt. Das ist unsere Hauptstadt, die Stadt Yin. Und die ist gleich in der Nähe von Nashörnern. Das schauen wir uns mal an. Nashörner. Vor langer Zeit waren Nashörner und andere riesige Tiere auf den Ebenen Chinas weit verbreitet. Nashornleder ist sehr widerstandsfähig und kann für Rüstung und für Schutzabdeckung von Schiffen und Belagerungswaffen eingesetzt werden. Eine Siedlung, die diese Ressource kontrolliert oder an sie angrenzt, erhält ein Einkommen von 60 pro Runde. Und das ist schon mal sehr, 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 sehr gut am Anfang. Und ihr seht durch den Goldrand, dass wir es kontrollieren und wir sehen es auch gleich, wenn wir uns unsere Einnahmen anschauen. Wir gehen, glaube ich, einfach mal in unsere Stadt rein und wir sehen hier so eine typische Stadtansicht. Ja, und ich erkläre mal ein paar Dinge. Ne? Also wir sehen hier oben, dass diese 10, das ist unsere Bevölkerungsanzahl, Bauern. Und wir sehen, wie stark sie im Moment wächst. Das Wachstum beruht auf Nahrungsüberschuss, den wir hier produzieren. Das wird automatisch besetzt. Wir müssen hier nicht irgendwelche Bevölkerungspunkte irgendwo verteilen. Es gibt im Prinzip einfach nur Nahrungsproduktion oder
Baumaßnahmen. Mehr gibt es am Ende nicht. Und die Bauern wollen auch am liebsten Nahrung produzieren und wollen nicht so gerne bauen. Da werden sie mit der Zeit auch unzufrieden. Dazu kommen wir aber später. Ja, hier sehen wir die Wachstumsrate. Wir sehen noch, das ist der gleiche. Genau, das ist der gleiche Reiter. Das blaue hier. Das ist die Wachstumsrate. Wir sehen hier links unsere Einnahmen. Wir haben im Moment ein Einkommen 80, 60 durch die Nashörner, durch die Ressourcen und 20 durch die Steuerzahlungen. Bevölkerung, das Doppelte der Bevölkerung, das sind die Steuereinnahmen. Ich glaube, beim normalen Schwierigkeitsgrad kriegt man einfach noch so einen Palastbonus, den bekommen wir aber hier nicht. Doch, den bekommen wir auch, der wird bloß nicht in dieser Stadt angezeigt. Genau, 230, das muss ja mehr sein als diese 80. Okay, also da können wir froh sein, wir haben noch diesen Bonus. So, wir sehen hier die Nahrungsmittelproduktion. Es wird innerstädtisch ein bisschen was produziert und vor allem dann durch Ackerbau im Umland. 5 Felder sind bestellt. Das führt dann zu einer 12 Produktion. Verbrauchen tun wir genauso viel, wie wir Bevölkerung haben. In dem Moment, wo wir Leute in Baumaßnahmen schicken, können sie natürlich nicht die Acker bewirtschaften und dementsprechend sinkt dann die Produktion und dementsprechend sinkt dann auch die Wachstumsrate und dadurch bestimmt sich dann die Schnelligkeit des Bevölkerungswachstums. Das ist sozusagen erstmal das Wesentliche. So, wir können jetzt am Anfang natürlich ein paar wichtige Entscheidungen treffen, aber vorher will ich euch noch über diese beiden Werte informieren. Das ist die Zufriedenheit. Einmal, das wird unterschieden zwischen Adligen und Bauern. Besser gesagt, es ist nicht die Zufriedenheit, sondern die Unruhe. Wenn die Unruhe über 60% steigt, gibt es Probleme und über 90% wird es richtig unangenehm. Bis 60% passiert erstmal nichts. Aber man muss natürlich aufpassen, weil es gibt auch bestimmte Katastrophen, Naturkatastrophen und sowas alles. Das kann dann doch mal schnell wechseln. Und das wird eines der großen Themen im Laufe der Zeit. Die Zufriedenheit oder die Unzufriedenheit der Leute. Okay, wir müssen uns ein bisschen entscheiden. Bauen wir jetzt hier neue Felder aus oder bauen wir vielleicht schon Gebäude? Hier oben ist das Gebäude-Baumenü. Wir gucken erstmal, was wir schon in der Stadt haben. Wir haben noch Guanex. Wir sind einfach nur ein Dorf, was uns bestimmte Dinge ermöglicht. Ihr seht es hier. Wir können aber schöne Sachen errichten und das gehen wir jetzt schon mal im Einzelnen durch, damit ihr wisst, was hier bisher möglich ist. Wir können einen Palast bauen, der ist sehr teuer, kostet 1000. Hier sehen wir immer also die Einstiegskosten, die Baukosten und hier sehen wir den Unterhalt. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, weil man kann einfach nicht überall sich alles leisten. Die Unterhaltskosten muss man gerade am Anfang sehr, sehr im Blick halten. Also man muss ganz klug überlegen, was man baut. Ja, der Palast gibt Boni. Wir bekommen mehr Truppen als Rekrutierungspool und wir bekommen einen Kulturpunkt, dazu später. Dann haben wir hier eine Holzpalisade. Die kostet keinen Unterhalt, was sehr schön ist. Und die schützt die Siedlung. Bisher hat sie gar nichts. Und das ist insofern interessant. Dazu kommen wir dann später, wenn wir zu den Belagerungsmechaniken kommen. Die Holzpalisade ist nicht einfach nur irgendein Verteidigungsbonus wie in anderen Spielen, sondern sie hat aufgrund der Mechanik eine ganz wesentliche Funktion, um die Belagerung zu bestehen. Nämlich sie verhindert, dass die Leute von allen Seiten in die Stadt marschieren können. Und wie das funktioniert, das ist sehr interessant gemacht, dazu aber später. Das ist ein sehr wichtiges Gebäude dadurch. Vermutlich werde ich es auch relativ schnell bauen. Tempel und Schulen können wir hier noch nicht bauen. Militärgebäude gibt es. Ein Bogenmacher. Wenn wir das bauen, können wir leichte Bauernbogenschützen oder ausgebildete Bogenschützen bauen. Allerdings hat es auch einen relativ hohen Unterhalt. Dann haben wir hier einen Bazar. Ein Bazar erhöht die Handelseinnahmen oder führt erstmal dazu, dass man überhaupt mit benachbarten Städten handelt. Allerdings lohnt er sich am Anfang noch nicht, weil wir noch keine anderen Städte kennen und weil wir keine Güter haben. Und das ist auch ein interessanter Punkt. Die Berechnung von Handelseinnahmen hängt mit der Zahl der Güter zusammen, die vor Ort produziert werden. Nashörner sind keine Güter, aber es gibt Güter, dazu kommen wir später. Man kann sie auch selber produzieren, indem man einfach irgendwelche Bronzegießereien oder so baut. Und erst dann lohnt sich eigentlich ein Handel in eine andere Stadt. Und dann hängt es auch noch ab von der Größe der Stadt, in die man handelt. Es gibt verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und dieser Bazar zum Beispiel erzeugt also Waren für den Handel erstmal überhaupt und hat einen Handelswertmultiplikator von 2. So, also der lohnt sich auch noch nicht. Und dann haben wir einen Getreidespeicher. Der führt dazu, dass wir Nahrung einlagern können.
um die Bevölkerung für bis zu 2 Runden zu versorgen, wenn wir mal hier eine negative Wachstumsrate haben. Das kann durchaus passieren. Dann führt das zu Unruhen. Mit einem Getreidespeicher hat man erstmal 2 Runden Zeit, da zu reagieren. Das ist nicht schlecht, aber für den Anfang erhöht es nicht das Wachstum. Deswegen mache ich es am Anfang auch nicht. Ja, ich denke, wir werden bald eine Holzpalisade als erstes bauen, aber wir werden erstmal hier ein paar neue Felder noch ausbauen. Und jetzt seht ihr, was ich hier mache. Vielleicht machen wir mal 2 Felder. Ihr seht, ich schicke also jetzt Arbeiter von den Feldern hin zum Arbeiten, um neues Ackerland zu entwickeln. Und wir sehen hier unten, 8 Leute sind jetzt nur im Ackerbau tätig und 2 im Bauwesen. Und dadurch reduziert sich hier meine Wachstumsrate. Das passiert aber immer nacheinander. Ich kann jetzt nicht unendlich gleichzeitig machen. Die machen jetzt erst das dauert 2 Runden und dann das. Deswegen wird hier 4 Runden angezeigt. Okay, soweit dazu. Alles andere besprechen wir später. Hier ist der Rekrutierungsbildschirm. Das erkläre ich dann mal ein andermal. Wir gehen erstmal raus und gucken, was wir hier für Truppen haben oder überhaupt was wir hier für Anführer haben. Wir haben nämlich 2 hier zur Verfügung. Wir haben einmal unseren Fraktionsanführer. Ja. Den merken wir uns. Das ist Yi Lin. Yi Lin hat noch keine Kämpfe gewonnen, dementsprechend auch keine Autorität, aber er hat alle Charaktere haben 2 Eigenschaften, nämlich den Ki-Wert und den Rennwert, Tugend und Energie. Und Ki bringt einen Bonus auf die Kampffertigkeiten der Einheiten, die er kontrolliert, während der Rennwert für Siedlungen, wenn er in der Nähe einer Siedlung ist, deren Unruhewert reduziert. Und wiederum die Moral der Einheiten erhöht. Also es hat auch noch einen Effekt auf die Kampfwerte. Also man kann sozusagen Charaktere mit hoher Tugend eher vielleicht als Gouverneure einsetzen und Charaktere mit hoher Energie als Anführer von Armeen. Das ist unser Fraktionsanführer. Er hat hier gleich dabei noch Siedler, mit denen wir eine neue Siedlung gründen können. Und man sieht sie auch hier sehr schön auf der Karte. Hier mit ihren Ochsenkarren sind sie bereit, eine neue Siedlung zu gründen. Und wir haben dann noch unseren Nachfolger. Das ist Tian Chen, der ein besserer Kämpfer ist, aber dafür weniger Tugend hat. Falls der Fraktionsanführer stirbt, wird er der neue Mann. Das Problem ist meistens, dass die Autorität dann sich reduziert, weil eben der große Anführer weg ist. Und das kann durchaus zu Unruhen führen, weil Autorität ist ein Wert, auf den wir noch zu sprechen kommen werden. Okay, Leute, was machen wir jetzt? Wir werden erstmal so ein bisschen unsere Umgebung erkunden. Wir können, glaube ich, Yin jetzt erstmal verlassen. Gleichzeitig müssen wir nach einem neuen Siedlungsort Ausschau halten. Und jetzt ist die große Frage, in welche Richtung gehen wir? Hier ist ein interessanter Ort, weil hier sind 2 Nashornherden in der Nähe, was uns am Anfang sehr, sehr viel Geld bringt. Ich kann hier mal das Raster einblenden. Ja, das ist absolut in Reichweite. Ich würde mal sagen, das würde ich fast schon als ersten Siedlungsort hier identifizieren. Es ist übrigens so, dass die Siedlungen im Laufe der Zeit sehr, sehr, sehr groß werden können. Also auch den Bereich, den sie abdecken. Jetzt sind es ja erstmal nur 2 Hexfelder drumherum, aber sie können bis zu 5 Hexfelder Umkreis haben. Das heißt, einmal durch sind es 11 Hexfelder. Das heißt, schon bei diesem Standort würden sich diese Sachen überlappen. Und das ist aber schon die erste schwierige Entscheidung, die man treffen muss. Das hat man natürlich erst im Late Game, diese Situation. Dann kann man aber wirklich riesige Städte ernähren. Allerdings verbaut man sich dadurch am Anfang natürlich, ja, nimmt man sich Potenzial, weil man am Anfang mit vielen kleineren Städten deutlich stärker aufgestellt ist natürlich. Ja, also ich denke aber trotzdem, wir gehen hier hin, deswegen werden wir hier die Bewegung ordnen. Ich denke, hier ist ein ganz guter Siedlungsplatz. Wir sehen hier die möglichen Siedlungsplätze, die werden uns hier angezeigt. So, mit den anderen werden wir dann einfach mal eine andere Richtung erkunden. Mal gucken, was hier... Ja, in welche Richtung gehen wir? Gehen wir in Richtung Norden oder Süden? Ich würde mal sagen, er ist ja tendenziell schon südlich. Gehen wir dann mal in Richtung Norden. Entschuldigt bitte. Und ich sehe gerade aber eine Sache. Dieses Nashorn, das ist auch in der Nähe unserer Stadt. Und es reicht, wenn sie an unsere Stadt grenzen, um es zu aktivieren. Und deshalb werde ich jetzt was anderes machen. Ich werde hier diesen Spot hier wieder verändern. Ich werde hier
sie ihre Felder bauen lassen. Und dann bekommen wir nämlich schon die Nashörner in unserem Bereich und nochmal plus 60. Was natürlich richtig, richtig gut ist. Okay, Leute. Das war der Start erstmal für die Einheitenbewegung. Und ihr seht jetzt vielleicht schon eine erste interessante Sache, die bei den anderen Spielen nicht so ist. Die Einheiten werden nicht sofort bewegt, sondern erst gleichzeitig mit allen anderen Fraktionen. Das heißt, erst machen alle ihre Befehle und dann werden gleichzeitig die Einheiten bewegt und dann auch gleichzeitig die Gefechte ausgekämpft. Das passiert automatisch, allerdings hat man sehr, sehr, sehr viele Optionen vorher einzustellen, was so Stellungen betrifft, aber dazu kommen wir später. Jetzt müssen wir nochmal eine andere wichtige Sache machen. Wir müssen nämlich uns mit der Technologie beschäftigen. So, und das ist der Technologie- und Kulturbildschirm. Und hier ist es so, dass wir vier verschiedene Bereiche technologische haben. Macht, Handwerk, Gedanken und Wissen. Und man kann in jedem Bereich eine Sache forschen, eine Sache weiterentwickeln. Und ihr seht, es gibt übrigens auch keine Jahreszahlen. Das ist hier der Bereich, wo es gewissermaßen einen Fortschritt in der Zeit gibt. Wir beginnen mit dem frühen Bronzezeitalter, also etwa 1500 vor unserer Zeitrechnung. Dann kommt die Zeit der streitenden Reiche. Und dann kommt die Kaiserzeit. Und diese drei Zeitalter sind es dann auch mit ganz unterschiedlichen Technologien. Wir beginnen also ganz, ganz einfach und enden dann hier, wir sehen es vielleicht mit Kanonen und sowas alles, Bienenstock, Raketenwerfern, Gegengewichtsbliden, um jetzt mal die militärtechnologischen Sachen ein bisschen zu zeigen. Also hier entwickelt sich einiges und das ist dann natürlich alles auch verwendbar. Okay, wie fangen wir an? Ach so, eine wichtige Sache gibt es noch. Es gibt jetzt keine, wie soll ich sagen, Forschungspunkte oder so. Man muss sich einfach nur entscheiden, in welcher Reihenfolge man was erforscht. Und jede Stufe, ihr seht es, dauert einfach eine Runde länger. 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter, bis man hier unten angekommen ist. Ach so, hier 13, das ist irgendwie zusammengefasst. Und das ist auch immer so und für alle Fraktionen. Ob man nur eine Stadt hat oder 20 Städte hat, das verändert sich nichts. Dadurch gibt es allerdings auch kein Problem der Skalierung, was man in anderen Spielen sonst hat. Ich finde es nicht schlecht. Es ist gewöhnungsbedürftig, ich finde es nicht schlecht. Also man muss trotzdem Prioritäten setzen. So, und was setzen wir für Prioritäten? Lehmwall können wir bauen. Das ist allerdings ziemlich komplex und teuer erforschen. Ich denke, wir beginnen mit der Militärübung. Die erhöht unsere Autorität. Ein wichtiger Wert, den erkläre ich noch. Und wir können dann Bauern-Langsperrkämpfer rekrutieren. Eine sehr wichtige Verteidigungseinheit. Was noch hier möglich wäre, wäre Hochwasserschutz. Das ermöglicht uns ein neues Edikt und die Überschwemmungen sind nicht so stark. Und Setzlingsumpflanzungen mit 5% mehr Nahrungsproduktion in den Bauernhöfen. Das ist auch nicht schlecht, aber wir beginnen trotzdem mit der Militärübung hier bei Macht. Wir haben übrigens darauf habe ich leider nicht hingewiesen, unsere Fraktion hat bestimmte Boni und einer davon ist Macht. Das heißt, hier sind wir 20% schneller als andere. Ach ja, das hätte ich mal zeigen sollen. Die Fraktionen unterscheiden sich so ein bisschen. Nun gut, Handwerk. Kommen wir zum Handwerk. Hier sind so die Basisfähigkeiten. Seide, Jadearbeiten, wertvolle Metallarbeiten, Bronzeherstellung und verzierte Keramik. So, und hier noch ein Drehbohrer. Allerdings brauchen wir vorher hier den Lehmwall. Das wird hier angezeigt als Bereich, der abgetrennt ist, der eigentlich zu einer anderen Kategorie gehört. Was jetzt hier so ein bisschen knifflig ist, und ich bin mir nicht ganz sicher, woran man das erkennen kann. Es gibt bestimmte Dinge, die kann man nur bauen, wenn man die Ressource dort hat. Zum Beispiel hier diese Minen hier. Also eine Kupfer- oder eine Goldmine oder ein Jadesteinbruch. Den kann man nur bauen, wenn man auch eine Siedlung hat in der Nähe. Während man hier zum Beispiel eine Gießerei für Bronze, die kann man überall bauen. Also das ist ein bisschen merkwürdig. Wie das jetzt ist mit dem Jadeschürfer, Jadesteinbruch, Jadeschürfer, das habe ich noch nicht ganz rausbekommen. Und der Seidenweberei, ob das auch nur da ist, wo man Seide hat. Also deswegen gehen wir mal auf Nummer sicher und beginnen mit der Bronzeherstellung. Das ist übrigens auch für unsere Kultur eine ganz wichtige Sache, die Bronzearbeiten. Dazu kommen wir später. Wir wählen das aus. So, dann haben wir Gedanken. Das sind sozusagen jetzt, wir sind jetzt so im Bereich der Philosophie. Wir haben Schamanismus, Kultur wird erhöht, Nationalmythos ebenfalls Kultur erhöht, aber vor allem ist das wichtig für die weiteren
für die weiteren Dinge, da muss man sich schon so ein bisschen überlegen, womit man beginnt, weil es gibt eben unterschiedliche Voraussetzungen, wie man das gewohnt ist. Ahnenkult, Prophezeiung und Yin und Yang. Wir beginnen mal mit Ahnenkult, weil das ein Weg ist, um hier zum Priesterkönig zu werden und dann von dort aus zum Mandat des Himmels zu kommen. Das sind zwei sehr starke Tugenden hier, die Autorität jeweils um zwei erhöhen. Also machen wir das mal, Ahnenkult. So, und zum Schluss haben wir Wissen, und das ist relativ begrenzt am Anfang. Wir haben einmal Kalendersysteme, erhöht die Autorität und ermöglicht hier Dinge zu tun. Dann haben wir Kompositbogen, ermöglicht adlige Bogenschützen. Und wir haben Pferdezähmung, was erstmal nur die Autorität erhöht, aber später eben die Reiterei und dann auch erst verschiedene berittene Truppen ermöglicht. Also das ist eher ein später Faktor. Wir gehen mal auf Nummer sicher und beginnen mal mit dem Kompositbogen. Die adligen Bogenschützen sind starke Einheiten. Mal schauen. Wir sind ja schwer. Mal gucken, wie schnell wir hier angegriffen werden. Okay, die ersten Entscheidungen haben wir getan. Bevor wir jetzt in die nächste Runde gehen, möchte ich euch nur mal kurz... wie komme ich jetzt hier von den Anführern weg jetzt? Ich möchte euch nochmal aufklären über diese beiden wichtigen Werte, Autorität und Kultur. Autorität ist die Durchsetzungsfähigkeit unseres Reiches, unseres Herrschers, und das ist der begrenzende Faktor für die Besiedlung. Mal grob gesagt, kann man nur so viel Siedlungen haben, wie man Autorität hat. Wenn man mehr Siedlungen hat als Autorität, dann gibt das ein Malus oder es gibt Probleme für die Unruhe. Also man kann durchaus mehr Siedlungen haben, es ist eine Softcap, aber das wirkt sich dann sofort auf die Unruhe aus, allerdings die Unruhe unter den Adligen. Genau. Das ist ein entscheidender Punkt dafür, also muss man da sehr, sehr drauf achten. Die Autorität erhöht sich, ihr seht es, oder ihr habt es gesehen, durch Technologie. Die kann sich aber auch erhöhen durch Autorität des Herrschers, die er so mit der Zeit gewinnt. Und dann gibt es noch Kultur. Kultur ist wichtig für den Kultursieg. Über die verschiedenen Siegformen sprechen wir dann auch nochmal. Aber Kultur erhöht auch den Wert des Handels. Also, je kulturvoller eine Stadt ist, mit der man handelt, umso höher der Profit, der Wert des Handels. Ja. Die überlegene Kultur profitiert davon am meisten. Das ist ein interessanter Aspekt, wie ich finde. Auch das erhöht sich im Wesentlichen durch Fortschritte. Allerdings kann man auch bestimmte Gebäude bauen, die da was bringen. So, ich glaube, ja, tut mir leid. Ich muss einfach, glaube ich, so viel erklären. Das sind jetzt die ersten Folgen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Wir können aber jetzt starten. Mehr gibt es erstmal nicht zu tun. Wir klicken auf Rundenende und sehen jetzt, wie die sich jetzt hier fortbewegen. Also so läuft das jetzt, ne? Also man ist dann in dieser Bewegungsphase, kann sich das entweder ganz langsam anschauen, und in dieser Phase, da werden dann auch, würden auch die Kämpfe jetzt ausgefochten werden nach bestimmten, ja, Regelmechaniken. Aber jetzt haben wir keine Kämpfe, deswegen können wir jetzt dann auch auf schnell stellen, auf Vorlauf, weil es jetzt erstmal nichts Interessantes gibt. So, jetzt sind alle anderen dran. Ihr habt es gesehen, aber wir haben noch niemanden getroffen. Wir sind auch noch mit niemandem im Krieg. Warte mal, bin ich jetzt richtig? Wo sind wir? Ne, warte mal. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo Nord und Süden ist. Ach, das sehen wir hier, ne? So rum ist es richtig. Gut. Okay, Leute. Wir haben im Moment nichts zu tun. Wir lassen noch mal eine weitere Runde laufen, bis wir hier den Bauernhof dort errichtet haben. Und dann, glaube ich, machen wir uns an die Holzpalisade. Nein, wir machen noch was anderes. Jetzt kommen wir nämlich nochmal zum Thema Rekrutierung. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr hochinteressantes Konzept. Und zwar gibt es sowas hier wie Manpower. Und die wird symbolisiert durch diese kleinen, winzigen Figürchen. Ich finde, das ein bisschen klein geraten. Wenn die mit Gelb ausgefüllt sind, heißt das, wir haben Manpower, wir haben Potenzial, wir können rekrutieren. Wenn die ausgegraut sind, ihr werdet es gleich sehen, dann können wir nichts mehr rekrutieren. Und es dauert eine gewisse Zeit, einige Runden, bis sie sich wieder auffrischen. Das heißt, die Militärmacht, das eigentliche Rekrutieren, entschuldigt, das kostet auch nichts, sondern Ausnahme sind die Siedler, sondern nur der Unterhalt kostet was. Im Moment können wir adlige Axtkämpfer und leichte Bauernspeerkämpfer rekrutieren. Die eigentliche Militärmacht zeigt sich durch die Zahl der Einheiten, die man rekrutieren kann.
Und zwar ist es so, man muss nicht ein riesiges stehendes Heer haben. Die Leute sind ja auch auf den Feldern und arbeiten. Sondern wenn es zum Krieg kommt, wenn gegnerische Truppen in die Nähe sind, dann kann man einfach, wenn man hier ausreichend im Pool hat, kann man einfach sofort irgendwie mal eben 5, 6, 7, 8 Truppen ausheben und hat eine riesige Armee, mit der, die man dann losschlagen kann oder sich verteidigen kann. Aber man muss eben auch das Potenzial hiervor haben. Man darf das nicht verplempert haben. Das ist sehr, sehr interessant. Und dementsprechend ist es auch wichtig, wann man einen Zivilisten wieder haben kann. Und wir haben einen Zivilisten und den werden wir auch gleich nutzen. Und hier müssen wir allerdings Geld ausgeben. Mit diesem Siedler werden wir jetzt also für eine neue Stadt gründen. Deswegen rekrutieren wir sie jetzt und ziehen mit ihnen gleich los. Vielleicht sind es abenteuerlustige Seelen, die noch unbeanspruchtes Land besiedeln möchten. Vielleicht sind es Flüchtlinge. Vielleicht sind es aber auch Menschen, die aufgrund eines tyrannischen Lehnsherrn umsiedeln müssen. Was es auch ist, sie können sie für die Gründung einer neuen Siedlung an einem geeigneten Ort einsetzen. Da sie sich gegen feindliche Soldaten kaum verteidigen können, sollte man sie aufmerksam beschützen. Es gibt nur einen Nachteil, hier Siedler auszuheben. Man verliert 2 Bevölkerungspunkte, aber das ist relativ schnell wieder wettgemacht und schnelles Besiedeln oder überhaupt Städte sind wirklich der Macht- und Reichtumsfaktor Nummer 1. Also man hat ein starkes Interesse, möglichst schnell viele Städte zu haben. Auch wenn wir Autorität 1 haben, werden wir bald schon 1, 2 Städte, 3 Städte haben. Ich hoffe, wir kriegen bald die nächsten Autoritäten über die Forschung. So Leute, jetzt ist aber erstmal Schluss für die erste Runde. Ich denke mal, in den nächsten Runden werden wir dann schneller vorankommen. Je mehr wir vorkommen, umso weniger brauche ich natürlich auch erklären. Also bis dann, bleibt dran, morgen geht's weiter, bis dann, euer Steinball.